Und hier ist er, der Dominik. So, Nelly, Führerobjektivkontrolle. Jawohl. Prima. Merci. Führerobjektiv. Merci, sehr schön. Brösterli. Jawohl. Oh, von wo bis wo fahren Sie? Von Solothurn bis Genf. Aber ist das Bier doch warm bis dort hin? Habe ich leider nicht dran gedacht. Ja, kann passieren. Lassen wir mal schauen. Führerobjektiv. Führerobjektiv. Prost. Grüezi, Führerobjektivkontrolle. Aha, ein Panache. Dürfte in dem Fall noch das Halbnachs sehen. Sehr gut, merci. Da hinten stimmt's. Schön, passt. Nicht alles muss mal, gell, Sie? Dürft ihr ein Führerobjektiv sehen, bitte? Oh, Entschuldigung, ich habe Käse. Ich musste auf den Zug säckeln und habe keine Zeit mehr gehabt. So keine Zeit, hä? Da könnt ihr reinkommen. Ja, aber das stimmt. Ja, das ist nicht mein Bier. Haben Sie eine Idee? Was für eine Idee? Nein, Idee. Sind Sie besoffen? Nein, gar nicht. Da haben wir den Beweis, hä? Sie haben gar kein Führerobjektiv gehabt. Aber wie wäre es mit einem GA? Also, hören Sie zu, ich nehme jetzt so Ihre Personalien auf. Da gibt es eine flotte Bus, die kommt zu Ihnen heim per Post. Per Post. Ich habe zu Stas. Nein, das Nachtzuschlag ist ab der Sydney. Jetzt ist Feuerobig-Bier, junger Mann. Hm? Feuerobig-Bier. So, Feuerobig-Bier bitte. Alle Feuerobig-Bier vorweisen. Sehr schön, kann ich auch gerne. Sehr gut. Bravo, Feuerobig-Bier. Aha, ein Büppli. Erste Klasse werden zwei Wege weiter vorne. He? Hallo, Feuerobig-Bier-Kontrolle. Ja, klingt gut. Brösterli. Darf ich nicht kontrollieren, bitte? Oh, Sie, ich brauche ein gültiges Feuerobjektiv. Das ist schon abgelaufen seit zwei Monaten. Darf mal schnell? Ah doch, stimmt schön. Lassen wir mal gelten. Feuerobjektiv. Feuerobjektiv. Feuerobjektiv, bitte. Kompanie abtreten. Feuerobjektivkontrolle. Hast du schon gesoffen? Ja, da könnte jemand andere dort gerührt haben. Wenn das Ihr Bier soll sein, görpseln Sie mich mal an. Mhm, schön herb. Doch, lassen wir noch gelten. Sehr schön. Bei Ihnen, danke. Haben Sie auch noch das Feuerobjektiv? Sehr gut. Entschuldigung, aber das ist jetzt ein bisschen grusig. He? Füße haben aber sofort. Ja, geht doch. He? Merci. So, nächste Halt, Endstation. Alle auf Ex, bitte. Oh, endlich Feuerabend. Jetzt freue ich mich über ein schönes, grosses, kühles Glas laktosefreie Milch. Mami, Papi hocken ab, ich muss euch etwas sagen. Wir wissen doch, dass du vegan lebst. Das musst du uns nicht jedes Mal sagen. Ja. Es nervt schon ein bisschen. Nein, das meine ich nicht. Das ist mehr ein... Also ich wollte schon lange... Ich bin bürosexuell. Bürosexuell? Jawohl. Bürosexuell. Ich werde sexuell erregt von Akten, Dokumenten, Formularen und vor allem Rechnungen. Am liebsten sollte ich mit Post-it strafen. Wartest du deshalb jeden Morgen auf den Pöstler? Ah, darum hast du amigs für Sackgeld den Beleg willen? Also, früher, als andere Kinder Fußballbildung gesammelt haben, habe ich lieber Quittungen eingeklebt. Aber später habe ich Leute gefunden, die genauso sind wie ich. Buchhalter, Betriebsökonomen und Wirtschaftsprüfer. In dunklen Underground-Clubs haben wir zusammen Abzüge gemacht und haben bis zum Morgen grau Formular gelocht. Aber Schatz, das ist doch nur eine Phase. Nein, Papi, das bin ich. Schon als ich ganz klein war, habe ich immer an deinem Quittungsblöckchen schmücken und ich habe es geliebt, eure Steuererklärung auszufüllen. Ah, das bist du gewesen. Und wieso sagst du das uns jetzt? Ich habe einen Job angenommen. Beim Bund. Ich werde Beamtin.
Ich brauche etwas Stabiles, ich brauche Struktur in meinem Leben. Ich brauche einen Bürojob. Und was ist mit deiner Waldhorn-Karriere? Papi, Waldhorn habe ich nur für dich gespielt. Wohin gehst du? Zurück ins Büro. Meine Mittagspause ist um. Kannst du nicht noch ein bisschen bleiben? Nein, Papi. Aber in Gedanken werde ich immer bei euch sein. Jedes Mal, wenn ihr eine Fristverlängerung beantragt, werde ich da sein. Wenn ihr bis mitten in der Nacht müsst, eure Buchhaltung nachführen müsst, werde ich da sein. Und ich bin nicht allein. Wir Bürosexuellen, wir sind überall. Im Gemeindehaus, auf dem Strassenverkehrsamt und auch im Bundesrat. Nur wegen uns gibt es AV-Revisionen, Steuereinschätzungen und Mahnungen. Wir Bürosexuellen, wir haben das Land zu dem gemacht, was es heute ist. Bünzlig. Adieu miteinander. Du bist Schweizer, jung, belastbar und interessiert an einer besonderen, wichtigen Aufgabe. Du hilfst gerne älteren Menschen. Dann komm zur Spitex. Falls dir das zu langweilig ist und du doch auch gerne mal etwas verdienen möchtest, dann komm lieber zur Schweizer Garde. Wir bieten dir 2000 Franken im Monat, freie Kost und Logis, tolle bunte Hosen und, so Gott will, nächtlicher Herrenbesuch von einem alten Kardinal. Eine Gaudi. Schau her, die Hosen sind der Hammer. Can't touch this. Stopp, Hosenzeit. Stopp, Hosenzeit. Ganz klar, die beste Uniform der Welt. Viel besser als das, was die Garde der Queen anhat. Was für ein dummer, langer, haariger Hut. Was ist dort drin? Tee? Und die engen Hosen? Kein Wunder laufen die so komisch. Und das Gewehr? Wie soll man sich damit verteidigen? Die haben ja nicht mal eine Hellebarde. Als Gardist sorgst du persönlich für die Sicherheit des Heiligen Vaters. Du bist der bewaffnete Arm des Gottesstaates. Also wie der IS, einfach mit geileren Hosen. In der Schweizer Garde warten spannende Aufgaben auf dich. Im Palast Wache stehen, beim Petersdom Wache stehen, bei dem Tor dort drüben Wache stehen, an der Straße Wache stehen, neben dem Papst Wache stehen und am Wochenende Hosen bügeln. Jeder Tourist will ein Foto von dir, um es zu Hause herumzuzeigen und zu rufen, look how stupid looking. Das war holländisch und heißt, schau mal was für schöne Hosen. Wir sind die Schweizer Garde. Noch nicht überzeugt? Hier noch ein paar Bilder von alten Männern. Und hier noch eins von der wirklich geilen Hose. Soderli, bewirb dich noch heute unter schweizergarde.ch und Hosengröße nicht vergessen. Genervt von deinen Eltern? Genug von Gesprächen über die drei Säule, hüpperte Karzins und über den Steuerfuss. Nackenschmerzen vom ewigen Kameranicken. Also, wenn Sie genug haben von Menschen im mittleren Alter, die aber noch ein bisschen zu jung sind für ein Altersheim, dann sind Sie bei uns goldrichtig. Bringen Sie Ihre Eltern noch heute ins Steuerparadies! Steuerparadies, das Endlager für End-50er. Oh, da kommen schon die ersten Gäste. Salut! Also, ich hole euch um 5 Uhr wieder ab. Tut nicht blöd! Willkommen! Besuchen Sie heute noch Steuerparadies und spielen Sie uns im Quittungsbad. Sammeln Sie Quittungen, die Sie für Ihre Steuern abziehen können. 59! 32! Rutschen Sie auf unserer patentierten SMI-Rutschband Börsenkurs ab. Bei uns können Sie sogar sein, aus einem Käfer einen Ferrari machen. Ja, in unserem Bastel-Ecke können Sie unserem selber entwickelten Malen nach Zahlenbuch
ihre Gewinne ausmalen? Oder spielen sie einfach mit ihren Kneten? Oder spielen sie eins von unseren vielen Kreditkartenspielen? Uno Million. Uno Million. Oder das Lieblingsspiel der meisten Banker? Arschlöchle. Oder Monopoly, aber in echt. Grüß dich, ich möchte gerne eine Bahnhofstrasse kaufen. Was? Ich muss ins Gefängnis? Oder bauen sie einfach ein Kreditkartenhaus? So viel Spass kann ganz schön anstrengend sein. Geniessen Sie darum eine schöne Steuerfußmassage. Der Hans hat seinen Steuerberater verloren. Ich kann bitte den Steuerberater vom Hans am Empfang oder Hans abholen. Haben Sie heute Geburtstag? Ja, das ist uns egal. Bei uns gibt es das ganze Jahr durch ein Steuergeschenk. Was wäre ein Steuerparadies ohne Geldwäschelage? Waschen Sie Ihr Geld wie ein richtiger FIFA-Funktionär. 40 Grad, bitte. Tja, auch der schönste Tag geht einmal vorbei. Wieso auf Malediven, wenn es doch bei euch Steuerparadies gibt? Selbst wenn Sie zu Zug wohnen, kommen Sie vorbei. Wir freuen uns. Und gehen Sie dann wieder. So, fertig jetzt. Aus! Fertig, hier ab. Steuerparadies, der feuchte Traum von jedem Schweizer. Sie, Polizeikontrolle, Fahrzeug und Ausweispapier bitte. Aha, Vertrauen ist besser, aber du weißt, was ich sagen wollte. Darf ich fragen, warum Sie mich kontrollieren wollen, Frau Polizistin? Ich kontrolliere Sie, weil Sie hier auf einem Spielplatz rumkurven. Und bei dieser Schlangenlinie, die Sie gefahren sind, machen wir noch einen Alkoholtest. Und das weiße Pülferl an Ihrer Nase ist ja wohl kein Puderzucker, oder? Pappalapap, das ist doch alles kein Grund für eine Kontrolle in diesem Ausmaß, Frau Polizistin. Außerdem haben Sie den Hund von dem jungen Mann überfahren. Foxy? Wissen Sie was, sind Sie doch mal ehrlich. He? Sie wollen mich doch nur kontrollieren, weil ich ein Mann bin, oder? So ist es. Wissen Sie, wie man dem sagt? Dem sagt man Diskrimination. Ich werde diskriminiert, das Mann! Polizei, Hilfe! Ich bin ja schon da. So, und jetzt weisen Sie sich bitte aus. Nein. Zuerst weisen Sie sich aus, Frau Polizistin. Ivanitsch, Wachmeister Ivanitsch. Aha, deswegen. He? Sie kontrollieren mich nicht nur, weil ich ein Mann bin, sondern auch, weil ich ein Schweizer bin. Am Ende, wenn Sie mich nur entwaffnen. Schlange, jetzt aussteigen. Hände aufs Dach. MeToo, bei mir als Mann. Ich lasse mich nicht von Ihnen untersuchen, nur von meinem Leidensgenoss, von meinem männlichen Beamten. Das ist kein Problem. Roger, kannst du mal rüberkommen, bitte, für eine Liebesvisitation? Nein. Wissen Sie, wie man dem sagt? Dem sagt man Racial Profiling. Nein, das nennt man verklemmte Spieße rauskurieren. Hosen aber ein bisschen weiter. Liebe Anwesende, liebe Gemeinde, liebe Kind, wir sind hier zusammengekommen an diesem traurigen Tag, um Abschied zu nehmen von unserem TV-Star, unserem Schlitzohr und nicht zuletzt unserem guten Freund, M. Pingu. Übersetzer, bitte. Tragisch ist er von uns gegangen, nachdem ihm wegen der Klimaerwärmung ja buchstäblich das Eis unter den Füßen weggeschmolzen ist. So, jetzt langt's. Kopfwitz. Entschuldigung. Ja, es ist unsere Schuld, dass der Pingu nicht mehr lebt. Und ja, nicht nur du, lieber Pingu, bist von uns gegangen, sondern mit dir deine ganze Familie. Deine Schwester, Pinga.
Und deine Eltern, die komischerweise nie einen Namen hatten. Ab 1986 hast du unsere fantastischen 104 Folgen... Und wie sind wir mit dem Bingo verwandt? Was verwandt, ey? Wir haben einen gross auf YouTube gemacht. Ja, kennst du nicht? Schau da. Nimm das, du riesen Michi, ey. Was, du kleiner Michi, soll ich schieb den Pinsel Arsch, Mann? Ja, probierst du? Was? Ihr seid das? Ihr habt den Bingo durch den Dreck gezogen. Du hast keine Ahnung, Mann, wo eine Michi-Frau ist. Schau, für ist besser für dich. Man hat deine Sprache, lieber Bingo, überall verstanden. Aber nach der Absetzung von Pingu hast du eine schwierige Phase durchgemacht. Rollenangebote sind sehr rar geworden. Ja? Wo du keine Rolle bekommst für Ice Age 1 und keine Rolle für Ice Age 2, fürs 3 auch nicht und keine Rolle fürs Ice Age 4, nicht für Happy Feet und nicht einmal für reisende Pinguine bist du gebucht worden. Und du bist abgerutscht. In die Drogen. Ja klar, Pinguine brauchen Schnee. Aber doch nicht der Schnee, liebe Pinguin, nicht der Schnee. Und jetzt noch ein kleines Briefchen, das ich zitieren von einem Freund von dir aus Übersee. Bingo, lass wohl du riesen Michi Grindei. Du bist wirklich ein Michi-Song, Mann. Lass wohl. Ich habe versucht zu retten, was zu retten ist. Da ist die Siegel, Bingo. Ich werde unsere Nacht in Cannes nie vergessen. Pingu, endlich bist du von uns gegangen. Gleich bin ich der einzige Held, da muss ich nicht bangen. Bleibt nur der Papa Moll, die fette Sau. Aber der hat gleich einen Herzinfarkt, das weiß ich genau. Ja, Pingu. Trotz aller Trauer, vielleicht wird dein Tod irgendetwas bewirken. Vielleicht werden wir Menschen endlich dadurch merken, dass der Klimawandel echt ist und nicht aus Knet besteht. Und jetzt bitte ich noch um ein Vaterunser für unseren Pingu. Und jetzt gehen wir essen. Es gibt für alle etwas in Schnabel. Und unsicheren Zeiten braucht die Schweiz einen neuen Helden. Keinen, der mit der Armbrust auf Kinder schießt. Keinen, der wegen jeder Kleinigkeit heult. Und bestimmt keinen in lächerlichen Hosen. Wir brauchen den Fels in der Brandung beim BAG. Daniel Koch. Wieso 7 Bundesräte? Ein Daniel Koch genügt. Er ist unser Zen-Meister während der Corona-Herrschaft. Ich würde sagen, oui, si quelqu'un est jeune et n'a pas de problème. Et peut-être il serait légèrement malade. Daniel Koch ist der sauberste Glatzkopf seit Meister Propper. Bei so einem Mann streike ich nie wieder. Buddha, Gaga, Gandhi, Dani, Mutter Teresa, Papa Koch, Dalai Lama, Dani Lama. Ob für die Tagesschau, 10 vor 10 oder die Rundschau. Daniel Koch steht rund um die Uhr für die Schweiz bereit. Lasst uns ihm eine Sendung geben. Daniel Koch gegen 100. Mini-Quarantäne, Dini-Quarantäne. Virus ledig sucht Daniel. Oder einfach Donstigs Dani. Dafür zahlen wir gerne Gebühren. Danke, Dani. Kochen vor Wut war gestern. Entspannen wie Koch ist heute. Er ist die menschliche Beruhigungstablette. Ärzte empfehlen deshalb dreimal täglich Daniel Koch. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie... Daniel Koch. Ihm zu Ehren haben jetzt alle Schweizer Sackmesser einen ausklappbaren Daniel Koch. Wer kennt sie nicht? Die Daniel Koch-Statue. Er ist unser Chuck Norris. Daniel Koch hat nicht das Coronavirus, das Coronavirus hat Daniel Koch. Daniel Koch.
der einzige Mensch, den Mike Shiva anruft, wenn er eine Frage hat. Danke, Daniel Koch. Du bist die fleischgewordene Neutralität. Ich habe keine besonderen Gefühlsempfindungen, weder so noch so. Du bist unser neuer Nationalheld. Du bist der hellste Punkt in unseren schlechten News. Du bist das Rettungsboot in meiner Einsamkeit. Du bist in meiner Quarantäne der Kapitän. Merci, dass es dich gibt. So, guten Tag, Sie sind... Ich bin Schweiz. Ich habe mir die Schweiz immer irgendwie als Frau vorgestellt. Ich habe mir einen Arzt immer als Mann vorgestellt. Also reden tun Sie schon mal wie die Schweiz. Auf! Titan. Titan. Raubgold. Sie sind ja wirklich in der Schweiz. Ja, das sage ich ja. Haben Sie vorher schon Krankheiten gehabt? Oh, nichts Schlimmes. Für den Kind, Frauenstimmrecht, Fischerskandal, dann Minarettverbot, letzten Winter Kryptoleaks, CS, UBS, SRF. Hören Sie, es heisst Sprechstunde, nicht Sprechtag. Ich habe noch mehr Patienten. Aber wie kann ich Ihnen helfen? In der Schweiz geht es doch ganz gut, oder? Schauen Sie, ich habe da in letzter Zeit einfach furchtbare Magenprobleme. Das müsste man röntgen. Oh nein, 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 nein. Nicht noch mehr Strahlen. Nach Betznau um 5G. Sie haben wahrscheinlich einfach von allem ein bisschen zu viel gehabt. Das kennen wir ja von der Schweiz. Das geht von mir. Ja, Sie sagen, von dem habe ich ja so Schiss, dass es vorbeigeht mit mir. Ich habe so schreckliche Gedanken in letzter Zeit. Ski-Asylanten, dichter Stress, E-Trottinett, Äpfel aus Südamerika. Hören Sie, das ist die rechte Hirnhälfte. Mit ein bisschen mentalem Training kann man das gut ausblenden. Heisst das, ich soll jetzt mehr auf der linken Hirnhälfte anfangen? Nein, auf keinen Fall. Da könnten Sie vor langweilig tot umkehren. Aber nochmal zu Ihrem Bauch. Wie ist es mit dem Stuhlgang? Mühsam, mühsam, mühsam. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei all diesen Querli und Granaten, die die Schweiz hinter die Türen rauslässt. Es muss wehtun, so einen Panzer rauszudrücken. Wollen Sie es mal anschauen? Ist gerade gut. Ich bin letztens gerade durch den Gotthard durchgefahren. Jetzt noch etwas anderes. Ich habe hier auf der Seite schon lange etwas, was mich... Nein, das muss dort sein. Das ist Ihr Olten. Was ich Olten? Schwerkrank, Olten. Beruhigen Sie sich. Im Wartezimmer sitzt noch Deutschland. Das ist Chemnitz. Das ist hart. Das, was Sie haben, ist ein schlechtes Gewissen. Ich verordne Ihnen jetzt ein bisschen CO2-Ablasshandel mit dem Ausland und 2 Wochen Vaterschaftsurlaub. 2 Wochen sind Sie eigentlich wahnsinnig. Also, machen wir eine. Bringt zwar nichts... Aber beruhigt fürs Erste. Geht mir etwas besser. Darf ich Sie noch meiner Freundin den Liechtenstein empfehlen? Nein, ich mache keine Psychotherapie. Also. Bis vor der nächsten Abstimmung. Ade. Du, Corona-Line. Sag mal, wie hast du eigentlich weltweit so gut verbreiten können? Ich habe eine super Marketingstrategie. Eine Marketingstrategie? Was für eine? Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wo auf der Welt bist du denn überall so gewesen? In China. Mhm. In Italien. Mhm. Und gestern im Altersheim bei der Tante Olga. Bei der Tante Olga geht es ihr gut? Ja, jetzt denke ich nicht mehr. Und sie macht jetzt Sadomaso. Sadomaso? Tante Olga macht Sadomaso. Wie kommst du denn auf so etwas? Sie sagt, sie sieht die ganze Zeit das Bett gefesselt. Muss ich mir jetzt Sorgen machen um Tante Olga? Nein, nein, sie hat doch schon einen neuen Job. Einen neuen Job hat sie? Ja, sie macht jetzt Lastwagenzubehör. Lastwagenzubehör, krass. Wie kommst du denn auf so etwas? Sie hat gesagt, sie macht jetzt nur noch Quarantäne. Quarantäne? Du meinst Quarantäne, das bedeutet, sie verlässt ihr Zimmer nicht mehr. Was? Und dort hat es Platz für einen Lastwagen? Aber sag mal, Corona-Line, hast du eigentlich genügend WC-Papier? Das brauche ich nicht. Was? Du brauchst kein WC-Papier? Ich habe ja deine Hand. Excuse, System spinnt. Sie müssen eine richtige Kasse. Ah, ich habe gar nicht gewusst, dass Sie überhaupt noch so Kassen haben. Doch, dort. Das ist die letzte Kassierin, die es noch gibt.
Ja, ist schon noch blöd, dass der Automat kaputt ist. Und Sie jetzt zu einem richtigen Menschen zahlen müssen. Hm? Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe Sie gar nicht gesehen, sonst wäre ich sehr gern zu Ihnen gekommen. Ja, ja, das sagen alle. Aber wissen Sie, ich kann Sie verstehen. Weil Sie können natürlich auch viel besser einscannen als ich. Ich mache das ja auch erst 49 Jahre und 3 Monate lang. Und jetzt geht's los. So geht's vielleicht noch langsamer. Das Barpa-Druck sind mittlerweile schon fast abgelaufen. Ich wollte mit Ihrem Chef reden. Ja, das können Sie sehr gerne machen. He? Aber der Chef ist leider auch schon ein Automat. Viel Glück. Oh, was kommt denn da? Feine Rösti, hä? So, Finger ab der Rösti, bitteschön. Hören Sie auf, an mir rumdrücken. Ich bin kein Self-Checkout-Automat. Tun Sie sich doch aus Ihrem Leben Self-Checkout. Wie bitte, ich höre Sie gerade nicht richtig. Bombschips knüspeln so herrlich laut. Oh, Gocki, schön kühl. Wollen Sie vielleicht denn gerade eins trinken? Das weiss ich noch nicht. Das geht Sie überhaupt nicht an. Aha, und hier haben wir noch Rüebli. Sind das wirklich nur 300 Gramm? Ja, es sind 300 Gramm. Ah, mach da sind eher 312 Gramm. Haben Sie wirklich das Gefühl, dass ich da ein paar Rappen sparen will? Quatschen Sie mich nicht voll. Wir sind doch nicht beim Coiffeur. Hm? Sie Perversling, ich bin glücklich vergeben. Was ist denn das? Ein Stil? Passt hervorragend zur Lasagne. Doch, doch. Nein, so ein Kabis. Ja, das können Sie laut sagen. Nein, das ist ein Kabis. Oho, noch ein ganzer Sack voll Backwaren. Ja, insgesamt 6.20 Franken. 6.20 Franken. Ja, genau. Da könnte jeder kommen. Da muss ich mal schnell nachschauen. Ernsthaft? Okay, lass jetzt, ich habe meine Lektion gelernt. Ja, ist gut. Könnt ihr jetzt einfach ein bisschen vorwärts machen? Ich habe nachher noch einen Termin. Sie haben nachher noch einen Termin? Wieso sagen Sie das denn nicht gerade? Stefanie, bitte Kasse 2 kommen. Ja, Vreni. Hoi, Stefanie. Du wirst nicht glauben, der Herr hat noch einen ganz wichtigen Termin. Ah. Ja, ich habe einen Termin. Das wär's auch schon gesehen, Stefanie. Kannst du den hinteren Bananen streicheln, gell? So, Reli. Haben Sie zufällig... Nein, ich habe keinen Gutschein, ich habe keine Punktekarte, ich will kein Kleberli, ich will auch keine Garantieerweiterung oder irgendwie etwas spenden, ich will auch kein Einkaufssäckchen und ich will auch kein Tutti-Bildchen oder irgendetwas sammeln. Aber Güsselsäcke haben Sie vergessen. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Mit Karte. Nein! Moment. Ich habe noch Münze. Ich zahle mit Münze. Ja, schauen Sie mal da, ein Fünferli. Und da ist ja noch mal ein Fünferli. Das sind schon 10 Rappen. Und dann habe ich noch mal ein Fünfi. Fragen, die die Schweiz bewegen. Wann ist die Corona-Krise vorbei? Und wird sich die Wirtschaft je wieder erholen? Aber auch, was wird jetzt aus den Sommerferien am Strand? Keine Sorge, Sie brauchen Ihre Koffer nicht wieder auszupacken. Denn Deville Reisen präsentiert Ferien in der Schweiz. Warum bis nach Rio fliegen, um die Favelas zu besuchen? Kennen Sie schon den typischen Schweizer Schrebergarten? Hier gehen Sie mit einem Kopfsalat nach Hause, statt einer Kugel im Kopf. Wer jahrhundertealte architektonische Wunder bestaunen möchte, muss nicht bis nach Rom fliegen. Risse im Gemäuer, bröckelnde Fassaden und eine strahlende Vergangenheit gibt es auch im Aargau beim Kernkraftwerk Betznau zu bestaunen. Die Golden Gate Bridge in San Francisco? Wie karg, wie hart, wie lächerlich. Die Kappelbrücke in Luzern, die hat ein Dach. Und, da hängen Geranien dran. Ferien in der Schweiz. Warum sind Sie da nicht früher drauf gekommen? Endlich ohne Probleme immer und überall Rivella und Wurst-Käsesalat bestellen. Und das in Ihrer Sprache. Oder fast überall. Tui? Pfui! Deville Reisen. Die Schweiz ist so vielfältig. Wir haben Oberglatt. Niederglatt, Unterglatt, Nebenglatt, Aufglatt, Imglatt. Ist das nicht sauglatt? Sie stehen auf Entdeckungsreisen und wollen fremde, primitive Kulturen erleben? Besuchen Sie die Romandie. Wer will schon auf der Route 66 durch Wüstengebiete heizen, wenn man auf der A1 durch wüste Gebiete fahren kann? Unsere A1 ist dafür einfach 1A. Sie stehen auf Städtereisen und buchen immer völlig überteuerte Wohnungen auf Airbnb? Kein Problem. Ziehen Sie doch nach Zürich. Airbnb-Preise das ganze Jahr.
Flanieren wie in Barcelona, einfach ohne lästige Sonne. Speisen wie in Delhi, einfach ohne lästigen Durchfall. Und lieben wie in Paris, einfach ohne lästige Franzosen. Und vergessen Sie nicht, das Italien der Schweiz, das schöne Tessin. Moment, nein, gehen Sie auf keinen Fall ins Tessin. Es ist noch viel zu früh, aber in Olten soll es auch ganz schön sein. Buchen Sie jetzt Ferien in der Schweiz. Ja, grüezi wohl. Wie kann ich Ihnen helfen? Gerne tanken. Haben Sie reserviert? Ich bin eben gerade so in der Gegend und habe ein Glüstli verspürt. Ein Glüstli ist gut. Kann ich Sie für unseren 7-Gang noch nicht begeistern? Das weiss ich jetzt gar nicht, weil ich habe ja nur einen 5-Gänger. Oh, schade. Was für ein Tröpfchen dürfte es denn sein? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Können Sie nicht etwas empfehlen? Ein gespritzter Diesel vielleicht? Nein. Haben Sie lieber etwas würzig-spritziges, rassig-spassiges oder mundig-pfundiges? Unter uns gesagt, ich hätte gerne etwas Leichtes. Wie ist denn euer Bleifrei? Also der 95er, der ist super. Aber vom 98er habe ich jetzt so ein Fässchen bekommen. Ganzes Feins. Da tank mal so gerne eins über den Durst. Das kann man vorstellen, wie ist denn der so? Süffig, rasant im Abgang. Unsere Kunden fahren voll drauf ab. Hat aber nicht jemand Zapfen? Die haben alle einen Zapfen, sonst kann man denk nicht tanken. Logisch. Sonst könnt ihr auch noch unseren Hausdiesel empfehlen. Mhm. Von wo kommt der? Aus der Riviera. Also italienisch oder mehr französisch? Irakisch. Frisch aus der Pipeline. Hat einen sehr, sehr langen Abgang. Der wird also gut und gerne noch für 300 Jahre in der Luft liegen. Wisst ihr was? Den nehme ich. Ganzes edles Tröpfchen. Kann ich gerade eintanken? Sehr gerne. Wie viel dürfte es denn sein? Ein Einerli, ein 100erli oder ein 50-Literli? Ich glaube, heute gönne ich mir einmal... Hier noch einen Gruß aus der Küche. Oh, das ist aber lieb. Sie sagen Stopp, gell, Sie? Klar. Stopp! Was, schon fertig? Ich darf aber nicht zu viel nehmen. Ich muss noch fahren. Au revoir. Le Tanke, die Feinschmecker-Tankstelle. Grüezi. 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 Kochikästli. Nein, Kochikästli ist nicht mehr gefragt. Was wir hier lernen, ja, ist die korrekte Aussprache vom Grüezi. Der Grüezi-Grundkurs ist das A und das O für Ihre erfolgreiche Einbürgerung. Herr Doc. Dong. Gesundheit. Sie müssen doch verstehen, dass ohne ein korrektes Grüezi in dem Land gar nicht geht, oder? Hm? Aber beherrschen Sie das, werden wir Schweizerinnen Tür und Herzen öffnen. Ich würde sogar sagen, dass der beste Weg, um bei uns zu bestehen, als Ausländer in der Schweiz, ein korrektes Grüezi ist. Hm? Neben einem gut gefüllten Portemonnaie natürlich, wenn Sie verstehen, was ich meine. Grüßel. Fast, hm? Aber Grüezi, Grüezi heisst es. Es ist doch wichtig, dass jeder, der in unserem schönen Land lebt, das Grüezi weiter kultiviert, hegt und pflegt, quasi im Schlaf innen beherrscht. Das Grüezi ist wirklich in der Schweiz überlebensnotwendig. Sie werden nicht der Erste, der vom Hof gejagt wird, weil er sein Grüezi nicht anständig gelehrt hat. Herr Dotsch! Hallo! Frau Kantholz, auch bei Ihnen muss ich auf ein hiesiges Grüezi bestehen. Ja? Das urschweizerische, traditionelle Grüezi. Sie werden staunen, Herr Studer. Ich bin letzte Woche extra 14 Mal täglich in die Bäckerei Künzli ums Eck Schritten kaufen gegangen, damit ich das traditionelle Grüezi quasi in freier Wildbahn studieren und nachahmen konnte. Mhm. Da bin ich gespannt. Und bitte? Grütze. 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 Grotze. Grotze. Grütze. Grotze. Grütze. Grotze. Hören Sie sofort auf. Das ist jetzt um den Fosäckle. Das ist ein anständiger Grüezi-Grundkurs. Bitte unterlassen Sie es, unser heiliger Grüezi dermassen zu missbrauchen. Unser Grüezi steht für den korrekten Umgang miteinander. Unser Grüezi ist die Verbindung von Ost- zur Westschweiz, vom Gotthardmassiv bis zur Baselstadt, vom Bundesrat bis zur WC-Botsfrau. Selten der Wilhelm Tell umsonst am Grüezi gestorben sind für uns. Nein, weil unser Grüezi ist der Fond, der Sud, der Bodensatz für unsere Höflichkeit und dem gegenseitigen Verständnis in dem Land. Grüezi. 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 Ich hätte das Pech. Verpiss dich, du Wichser!
Wenn Sie beide nicht einmal Ihr staatliches Grüezi-Zeugnis schaffen, wie wollen Sie denn, hä? Zwei oder drei Begrüßungsküssle-Diplom machen? Oder der Heu oder Salischin? Geschweige denn, hä? Tschüss zusammen, Zertifikat, hä? Ihr saudummen fremden Fetzle, ihr! Mir langet's, hä? Rutschen wir doch den Buckel ab! Blaset mir in die Schuhe! Alle miteinander! Im schönen Schweizer Land! Schaufsäckchen.